Es ist Dienstagabend, 18 Uhr und damit herzlich willkommen zu Ron. Schön, dass Sie dabei sind und welche Themen wir heute für Sie in der Sendung haben, das weiß Francesco Romano. Ja, schönen guten Abend zusammen. Das Land Rheinland-Pfalz hat heute bekannt gegeben, welche Krankenhäuser in der Region gefördert werden im Investitionsprogramm. Wie sich Gesundheitsminister Clemens Hoch dazu äußert, das gleich bei uns in der Sendung. Dann ein ganz besonderer Imbiss in Heidelberg, Hakims Imbiss. Der muss vielleicht schließen. Was ihn so besonders macht und dementsprechend auch, warum er vielleicht schließen muss, das erfahren wir auch gleich in der Sendung. Und Leichtathletin Ricarda Lobe hat sich nach mehreren Monaten Verletzungspause mühevoll zurückgekämpft. Dann die schlimme Diagnose Thrombose. Wie sie damit umgeht und was die Krankheit so schlimm macht, auch das gleich bei uns in der Sendung. Ganz viel Spaß bei Ron. Nach der Messerattacke in Ludwigshafen-Oggersheim im vergangenen Herbst, bei der zwei Menschen getötet wurden, haben viele Geld gespendet. Geld, das unter anderem auch an die Ex-Partnerin des mutmaßlichen Täters ging. Und das sorgte für ordentlich Kritik. Und jetzt nimmt diese Diskussion auch eine neue Wendung. Denn die Stadt will die Spendengelder neu verteilen. Clara Troschkozy und Luis de la Rosa berichten. Heute erinnert hier vor der Drogerie in Oggersheim wenig an die Messerattacke im Oktober vergangenen Jahres. Kerzen und Rosen zeigen, die Anteilnahme war groß, die Spendenbereitschaft ist es auch. Umso größer der Ärger, als klar wird, die Ex-Freundin des mutmaßlichen Täters bekommt einen Teil der Spenden. Die Stadt reagiert jetzt auf diese massive Kritik. Mit unserem Verfahrensvorschlag zur Neuverteilung wollen wir die Tür öffnen, um die öffentliche Debatte wieder zu versachlichen und zu befrieden. Und wir wollen den SpenderInnen die Möglichkeit geben, individuell zu entscheiden. Von den 22.500 Euro Spenden für die Hinterbliebenen kriegt die Ex-Partnerin Ende Januar mehr als 5.000 Euro. Spender, die das nicht wollen, können sich jetzt bei der Stadt melden. Die entsprechende Spende wird dann neu aufgeteilt. Gemischte Gefühle heute am damaligen Tatort. Das hätte vorher passieren sollen. Es ist schwierig, dann das zurückzufordern, wissen Sie? Also jetzt menschlich gesehen. Klar, das hätte echt gar nicht passieren dürfen, dass die Frau mit in Betracht gezogen wird. Und da finde ich schon, dass die Hinterbliebenen zuerst drankommen sollten. Ich finde es vollkommen gerechtfertigt, dass nur die Opfer das Geld erhalten und nicht die Dame. Die tut mir zwar auch leid, aber die Betroffenen sind die anderen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck versteht, dass es Diskussionen gibt. Ich nehme die Kritik an, dass wir das hätten klarer kommunizieren müssen. Aber ich persönlich bleibe bei meiner Haltung, dass es richtig war, alle zu bedenken, um existenzielle Härten abzumildern. Die Ex-Partnerin des Täters hat wegen Hass und Hetze mit ihren Kindern die Stadt verlassen. Für die Oberbürgermeisterin ist auch sie ein Opfer. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter läuft. Gestern fand der 6. Prozesstag am Landgericht Frankenthal statt. Der 27-Jährige hat die Tat bereits zugegeben, er habe seine Familie beschützen wollen. Laut Staatsanwaltschaft habe er allerdings aus Eifersucht gehandelt und bewusst deutsche Männer angegriffen. Viele Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz sind in finanzieller Schieflage. Gleichzeitig möchte die Bundesregierung die Krankenhäuser modernisieren. Und die Ziele dabei sind so hoch, dass sich viele Krankenhäuser das gar nicht leisten können aufgrund ihrer finanziellen Situation. Ja, zu wenig oder 142 Millionen Euro möchte das Land Rheinland-Pfalz deshalb in die Krankenhäuser investieren. Zu wenig findet die Krankenhausgesellschaft. Denn der Bund möchte unter anderem eine klimafreundliche Modernisierung der Krankenhäuser. Das sei mit den 142 Millionen Euro nicht umsetzbar, da die Inflation und der Rohstoffmangel die Preise extrem nach oben treiben würden. Das fehlende Geld wirkt sich auch auf die Patienten aus, da die Krankenhäuser nicht die finanziellen Mittel hätten, um den Personalmangel zu beseitigen. Um die Forderungen des Bundes zu erfüllen, hätte es laut Experten anstatt der 142 Millionen Euro rund 330 Millionen Euro gebraucht. Wie sich das Geld auf die Krankenhäuser in der Ron-Region verteilt und wie das Land den Stand der Krankenhäuser beurteilt. Luis de la Rosa hat mit dem Gesundheitsminister Clemens Hoch gesprochen. Herr Hoch, wie steht es denn jetzt hier um die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz?
Also die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz sind wirklich gut aufgestellt. Wir haben eine verlässliche Trägerstruktur, vor allem im ländlichen Raum. Und ich bin sehr froh, dass wir heute im Planungsausschuss auch im gemeinsamen Schulterschluss einstimmig das Investitionsprogramm auf die Reise geben konnten. Gibt es denn jetzt hier in der Region konkrete Brennfälle, wo jetzt wirklich Investitionen nötig sind? Es sind an vielen Standorten Investitionen nötig und deswegen geben wir jetzt ja auch 142 Millionen Euro für Investitionskosten landesweit aus. Und wir haben in den letzten Jahren auch verlässlich, in den letzten 10 Jahren waren es über 1,5 Milliarden Euro ausgegeben im Land, um unsere Versorgung im stationären Bereich auf hohem Niveau zu sichern, aber sogar auszubauen. Konzentrieren wir uns jetzt nochmal auf die Region Landau, Ludwigshafen, Speyer. Was planen Sie genau dort für Investitionen? Wir haben in Ludwigshafen kleinere Maßnahmen vor, aber vor allem in den beiden Krankenhäusern in Landau und Bad Bergzabern mit den Standorten, aber auch in Speyer, zum Beispiel in den OP-Bereichen, eine hohe Investitionssumme, die ausgebracht werden soll. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kritisiert ja trotzdem, dass die Summe, die jetzt gezahlt wird, zu wenig ist. Wie reagieren Sie darauf? Wir konnten im letzten Jahr, und so erwarten wir es dieses Jahr auch, alle Anträge, die uns vorliegen, auch bewilligen. Insofern haben wir genug Geld im Haushalt. Und wenn in den nächsten Jahren weitere Investitionskosten notwendig werden sollten, dann haben wir auch entsprechende Vorsorge getroffen. Bereits im nächsten Jahr steigen die Beträge auch wieder um 3,5 Millionen Euro. Das heißt nochmal ganz im Allgemeinen, wohin fließen die Investitionen jetzt? Welche Investitionen planen Sie? Wir haben verschiedene Förderschwerpunkte ausgebracht, vor allem in die Herzstücke von Krankenhäusern, also Intensivstationen, aber auch in die Notaufnahmen, in die Radiologien. Und ganz wichtig ist uns die Sicherung der Fachkräfte der Zukunft. Wir fördern also auch pauschal Ausbildungsplätze. Wie wollen Sie das genau tun, die Ausbildungsplätze fördern? Naja, es gibt eine Baupauschale. Wir sagen, besetzte Plätze werden mit einer Baupauschale gefördert, sodass Krankenhausträger auch investieren können, um zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen. Herr Hoch, ich danke Ihnen sehr für das Interview. Sehr gerne. Ja, und wenn Sie sich das Bild hier mal anschauen, Orientteppiche, Uhren, Blumenbilder und ganz schön viel Krimskrams. Wer aber schon mal einen Reiseführer für Heidelberg in der Hand hatte, der weiß, das ist der Kultimbiss von Hakim. Und der soll jetzt weg, denn Hakim hat seinen Imbiss immer wieder erweitert und das ohne baurechtliche Genehmigung, sagt die Stadt. Bastian Haug berichtet. Jungs, wie viele Rips habt ihr gehabt? Fünf. Ja. Groß, ja? Ja. Habt ihr auch Kartoffelchips? Ja. Kommt ihr, ja. Und sie kommen alle, wegen diesem Mann und seinen Spare Rips. Hakim Mossa und sein Hakims Imbiss sind Kult. Bekannt weit über die Grenzen des Rhein-Neckar-Kreises hinaus. Neben dem Essen schätzen die Gäste vor allem eines, das Ambiente. Wer in Hakims Imbiss in der Sickingenstraße Heidelberg kommt, merkt schnell, von jeglichen Standards sind wir hier weit entfernt. Teppiche an den Wänden, Bilder überall, Fluchtwege, Feuerlöscher, Fehlanzeige. Das Ambiente wird Mossa nun zum Verhängnis. Die Stadt Heidelberg will große Teile des Imbisses endgültig abreißen. Eine Eskalation mit Vorgeschichte. Hakims Imbiss ist über viele Jahre immer wieder erweitert worden, ohne baurechtliche Genehmigung. Mehrere Fristenzeiten der Stadt ließ der Betreiber verstreichen. Da er trotz aller städtischen Bemühungen kein Einsehen hatte, hat die Stadt Heidelberg 2019 eine Rückbauverfügung erlassen. Es folgte ein gerichtliches Verfahren, das mit einem Vergleich endete. Hakim Mossa sollte seinen Imbiss gemäß der Vorgaben zurückbauen, heißt, nur der Imbisswagen solle bleiben. Dazu wenige Stehtische, der komplette Aufbau um den Imbisswagen herum, alles soll weg. Frist für den Rückbau Ende September 2022. Die Stadt ermahnte mehrfach, dennoch geschah nichts, weshalb der Betreiber nun letztmals bis zum 31. März 2023 Gelegenheit erhalten hat, auf dem Grundstück ordnungsgemäße Zustände herzustellen. Am Freitag also endet die Frist für den Spare Rib Star. Dann will die Stadt den Rückbau durchsetzen. Doch es regt sich Widerstand. Dutzende Unterschriften hinterließen die Gäste schon, um Hakims irgendwie zu retten. Das ist halt schade, ist eine Institution seit 20 Jahren oder wie lange es hier noch gibt. Aber vor allen Dingen hat er jetzt 10 Jahre oder 20 Jahre funktioniert und jetzt plötzlich soll es nicht mehr funktionieren. Das ist ein bisschen merkwürdig dann plötzlich. Man kann sowas einfach erhalten und ich denke, der Wirtschaftskontrolldienst ist bestimmt da und das läuft ja seit Jahren. Da wird es keine Beschwerden gegeben haben, aber es geht um das Ambiente und ja, warum soll man etwas Außergewöhnliches lassen? Und dieser Imbiss ist außergewöhnlich auf so viele Art und Weisen. Oder kennen Sie einen Imbiss, der in einem bekannten Reiseführer steht? Für sein Essen bekam Hakim gar eine Auszeichnung des US-Militärs. Durch sie begann auch die Geschichte des Afghanen. Direkt in der Nachbarschaft befanden sich US-Kasernen.
Sie brachten den Imbissbudenbesitzer erst dazu, Spare Ribs auf die Karte zu nehmen. Normalerweise, ich habe die Ribs gemacht, Steak, Bratwurst, so Sache. Und da durch die Amerikaner, wo viel hier gezwungen, mach das, mach das. Da habe ich gesagt, okay, mache ich, dann mache ich meine eigene Welt. Spare Ribs nach eigenem Rezept. Der Erfolg spricht für Mosser. Die Menschen stehen Schlange, warten teilweise bis zu 90 Minuten auf ihre Mahlzeit, ganz ohne zu murren. Denn wer zu Hakims kommt, weiß, Zeit mitbringen. Der Mann ist eine One-Man-Show. Kochen, kassieren, dazwischen noch ein kurzes Telefonat. Ja, kann man morgen vorbeikommen? Kannst machen. Also kurz mal, ruf mal an, aber normalerweise muss da sein. Nur, wie lange noch? Und wo? Laut Mosser hätten ihm schon mehrere Gastronomen ein Angebot gemacht, in ihren Räumlichkeiten ein neues Imbiss zu eröffnen. Mannheim, Ladenburg, Schwetzingen. Sie alle wollen offenbar das Kultimbiss. Er selbst will bleiben. Genau hier, wo er schon seit 18 Jahren seine Spare Ribs grillt. Ob die Stadt ihren Rückbauauftrag tatsächlich vollzieht, wird sich in wenigen Tagen zeigen. Ich verliere nicht. Tatsache, dass es Heidelberg verliert, wenn ich aufrühre. Und das ist ein Schade schon für unser Heidelberg. Und alle weiteren Nachrichten aus der Metropolregion jetzt kompakt für Sie zusammengefasst von Lena Egelhof. Ausstellung auf vier Rädern. Im Technikmuseum Sinsheim wurde heute die Sonderausstellung 100 Jahre, 24 Stunden von Le Mans vorgestellt. Rund 30 Rennfahrzeuge von den Anfängen bis heute bilden den Kern der Ausstellung. Die 3000 Quadratmeter große Halle bildet nicht nur den strukturellen Aufbau der Le Mans-Rennstrecke ab, sondern auch den zeitlichen Ablauf des Rennens. Die Idee für die Ausstellung hatte Le Mans-Enthusiast und Künstler Uli Ehret. Wir haben Fahrzeuge von 1923 bis 2023, denn es nennt sich ja 100 Jahre Le Mans. Und wir erzählen wundervolle Geschichten auf 40 schwebenden Säulen, Fahrzeuge auf Podeste. Und wir haben Fahrzeuge, die aus der ganzen europäischen Rennsportwelt zusammengetragen sind. Die Ausstellung kann ab Anfang April besucht werden und endet am 7. Januar im nächsten Jahr. Die Veranstalter hoffen neben Besuchern aus der Region auch auf Besucher aus dem Ausland. Einschränkungen in den Quadraten. Ab Sonntag sind in der Mannheimer Innenstadt einige Straßen wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Außerdem werden Parkplätze umgestaltet. Die ersten Bauabschnitte beginnen unter anderem zwischen dem G3 und G4 und werden 2 Wochen andauern. Anschließend werden die Arbeiten in 4 weiteren Abschnitten in den Quadraten weitergehen. Das teilt die Stadt heute mit. Während der Bauzeiten sind die Straßen für den Verkehr gesperrt. Für Fußgänger gibt es keine Einschränkungen. Trinkwasser wird teurer. Die technischen Werke Ludwigshafen erhöhen die Preise für Trinkwasser. Das haben die Werke heute bekannt gegeben. Grund für die Preiserhöhung sind die gestiegenen Betriebskosten für Gewinnung und Aufbereitung des Grundwassers. Zum 1. April wird also der Preis pro Kubikmeter von 1,92 Euro auf 2,05 Euro angehoben. Der Verbrauchspreis erhöht sich somit um 13 Cent pro Kubikmeter. Auch der Grundpreis wird steigen, je nach Verbrauch um ca. 20%. Die letzte Preiserhöhung hatten die technischen Werke im Jahr 2013 vorgenommen. Einigung vertagt. Die Gespräche über eine Rahmenvereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und freien Kita-Trägern in Rheinland-Pfalz sind gescheitert. Das hätte zwar keine Auswirkungen auf den aktuellen Kita-Betrieb, beteuert das Bildungsministerium, doch würde es die Verhandlungen zwischen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und den Kita-Trägern deutlich aufwendiger gestalten. Das Bildungsministerium bedauert die gescheiterten Gespräche, zeigte sich aber weiterhin als Teil der Verantwortungsgemeinschaft. 2023, das sollte das Comeback von Ricarda Lobe werden. Die Hürdensprinterin verletzte sich im vergangenen Jahr am Oberschenkel und musste 8 Monate pausieren. Im vergangenen Winter kämpfte sie sich dann zurück an die nationale Spitze. Doch dann der nächste Schock. Ricarda Lobe erkrankt an Thrombose. Und für sie beginnt jetzt eine ganz ungewisse Zukunft. Max Fischer berichtet. Also es war wirklich ganz skurril. Die Schmerzen kamen über Nacht. War wirklich so ein kleiner Schock. Erst haben wir überhaupt nicht wirklich verstanden, woher das kommen soll. Ricarda Lobe liegt am Boden. Kurz vor den deutschen Hallenmeisterschaften Mitte Februar bekommt sie die Nachricht: Thrombose. Die traurige Gewissheit nach Tagen voller Leid. Im ersten Moment war ich super froh, nachdem ich eine Woche lang Schmerzen hatte, dass wir eine Diagnose hatten und dass wir wussten, wie wir das Ganze jetzt in den Griff bekommen. Allerdings war damit ja dann auch der Traum der Hallensaison definitiv zerplatzt. Ich konnte, glaube ich,
zwei oder drei Wettkämpfe dann am Ende nicht mehr machen. Der nächste Rückschlag für die 28-Jährige. Im Sommer vergangenen Jahres verletzt sie sich am rechten Oberschenkel. Über ein Dreivierteljahr muss die gebürtige Landauerin passen. Sie arbeitet sich zurück, doch dann die nächste Pause. Dieser Schritt zurück nach der Verletzung letztes Jahr. Und ich wollte wieder an den Leistungen aus 2018 anknüpfen und hatte so viele Pläne eigentlich für die Hallensaison und jetzt auch für den Sommer. Das war schon erstmal ein Riesenschock. Mit einem emotionalen Post wendet sich Lobe Mitte Februar an die Öffentlichkeit. Warum? Wieso? Weshalb? Viele Fragen haben sie beschäftigt. Die erste Phase des Schocks ist mittlerweile überwunden. Doch die Ungewissheit ist noch immer da. Ja, tatsächlich ist das Schlimmste, dass wirklich keiner so genau sagen kann, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Das ist total individuell. Keiner weiß zum einen, woher es kommt, wie wir damit umgehen, beziehungsweise das erhoffen wir uns natürlich über die nächsten Wochen und Monate, dass wir das dann so ein bisschen für mich individuell rausfinden. Lobe nimmt aktuell Blutverdünner. In den kommenden Tagen steht für sie ein Termin im Gerinnungszentrum an. Dort soll überprüft werden, ob eine genetische Gerinnungsstörung für die Erkrankung verantwortlich ist. Es können aber auch mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Also es wurde mal der Begriff Pille in den Raum geworfen. Aber natürlich auch zu langes Sitzen, zu wenig getrunken. Also wenn ich Pech habe, dann ja, waren es einfach ein paar Faktoren, die irgendwie blöd zusammengekommen sind und die das Ganze verursacht haben. Der Weg zurück zur vollständigen Genesung ist ein Kraftakt. Den genauen Plan gibt es nicht. Es ist ein Abwägen. Die ledierte Wade muss ständig auf Reaktion überprüft werden. Tatsächlich durfte ich jetzt erstmal 4 Wochen gar keinen Sport machen und jetzt nach und nach immer mehr steigern. Aber das Problem dahinter ist wirklich, dadurch, dass es das so bisher kaum gab, liegen da auch kaum Erfahrungsberichte vor und dementsprechend müssen wir sehr individuell vorgehen. Sprich, wir schauen von Woche zu Woche, was ist umsetzbar und was nicht. Wenn sie das Trainingspensum weiter steigern kann, soll es im Mai ins Trainingslager gehen. Für Juni ist der Einstieg in die Saison geplant. Letztendlich ist jetzt so ein bisschen das Mantra, jetzt erst recht. Es muss natürlich gesundheitlich alles wirklich abgesichert sein, weil die Gesundheit geht natürlich vor. Aber wenn ich das Go von den Ärzten habe, den Sport wieder so machen zu können, wenn an sich jetzt wirklich auch in den nächsten Wochen nichts dazwischen kommt, dann ist Paris nächstes Jahr nochmal das große Ziel, nochmal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Ricarda Lobe kämpft gegen alle Widerstände an. Das hat sie in der Vergangenheit bewiesen. Sie hat ihre Ziele fest im Blick. Ja, und mit der Diagnose Thrombose ist Ricarda Lobe nicht alleine. Rund 370.000 Menschen pro Jahr erkranken daran. Und genau deshalb möchte ich das Thema jetzt mit Dr. Aydin Hüseynov, Oberarzt am Uniklinikum Mannheim, vertiefen. Herr Hüseynov, jetzt könnte man ja meinen, Ricarda Lobe, Leistungssportlerin, die ernährt sich gesund, die macht viel Sport, die raucht nicht, die trinkt nicht. Und trotzdem erkrankt sie daran. Wie passt das denn zusammen? Das ist natürlich ein dramatischer Fall, vor allem für die Sportlerin selbst. Aber das ist tatsächlich so, dass die Leistungssportler häufiger Thrombose kriegen als die Durchschnittsmenschen. Das liegt daran, dass die durch Leistungssporttätigkeiten häufiger Trauma kriegen, deutlich häufiger Flüssigkeit verlieren, oft lange Strecke fliegen müssen. Und natürlich, das sind alle Faktoren, die dazu führen können, dass man eine Thrombose bekommt. Jetzt hatte sie im Beitrag auch angesprochen, dass das Ganze individuell behandelt werden muss. Gibt es da im Prinzip kein Schema F, sage ich jetzt mal, mit dem man vorgehen kann? Ist da jeder Patient individuell zu betrachten? Natürlich gibt es auch Schema für die Allgemeinheit. Also es gibt die Leitlinien von jeweiligen Fachgesellschaften, die besondere Empfehlungen aussprechen. Aber in jedem einzelnen Fall natürlich steht der Patient im Vordergrund. Und oft müssen wir entscheiden, auch in jedem einzelnen Fall, was für den Patienten besser ist, die Blutverdünnung dauerhaft zu geben oder zeitlich begrenzt. Das hängt davon ab, was zur Thrombose geführt hat. Und das ist oft eine Herausforderung rauszukriegen, ob das ein gewisser Faktor, ein Risikofaktor war, was zur Thrombose geführt hat, oder eine Zusammensetzung von verschiedenen Faktoren, was jetzt bei diesem Fall möglicherweise die Ursache für die Thrombose war. Dann müssen wir oft individuell entscheiden. Gehen wir mal weg vom Leistungssport. Welche Anzeichen gibt es denn generell für Thrombose? In erster Linie sind das die Schmerzen. Oft werden die Unterschenkel oder die Oberschenkel von Thrombose betroffen.
Und Thrombose fängt mit Schmerzsymptomen an, mit sogenannten Muskelkater oder muskelkaterähnlichen Schmerzen. Und oft kommt es dazu, dass die Haut auch spannt und gerötet wird. Man muss aber dazu sagen, das sind eher unspezifische Symptome. Dass die Leistungssportler ähnliche Symptome haben nach einem Training, überrascht natürlich niemanden. Mhm. Welche Faktoren begünstigen das Ganze dann vielleicht auch? Es gibt verschiedene Faktoren, die Thrombose begünstigen können. Vor allem, das ist die Änderung von Blutzusammensetzung. Das kann auch genetisch bedingt sein. Das ist auch der Grund, warum auch bei dieser Leistungssportlerin das abgeklärt wird. Es können auch verschiedene Blutkrankheiten dazu führen, auch unter anderem die anderen Faktoren, die dazu führen, dass das Blut in den Venen langsamer fließt, wie zum Beispiel Bettlägerigkeit, Langstreckenflügen oder auch Verletzungen, die dazu führen, dass die Gefäßwand sich verletzt und die Gerinnsel sich draufsetzen. 370.000 Menschen pro Jahr, das ist ja doch schon eine ordentliche Zahl. Wie kann ich denn das Ganze vorbeugen? In erster Linie würde ich den Menschen empfehlen, die Thrombosefälle in der Familie haben, das näher anzugehen. Es gibt tatsächlich viele Medikamente, die man bei solchen Fällen nicht einnehmen darf. Vor allem es geht um die hormonelle Verhütung. Wenn man Fälle von Thrombose in der Familie hat, soll man das, bevor man das, die hormonelle Pille einnimmt, das auf jeden Fall abklären. Und natürlich soll man auch vermeiden, dass man Flüssigkeit verliert und versuchen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und natürlich, wenn es zu Thrombose gekommen ist, idealerweise man klärt ab, was jetzt die Ursache war und klärt mit entsprechenden Fachspezialisten, was für den jeweiligen Patienten die beste Behandlungsoption ist. Dr. Hüseynov, ich danke Ihnen für das Gespräch. Schön, dass Sie heute da waren. Und wir machen jetzt eine kurze Verschnaufpause und sehen uns dann nach der Werbung wieder. Herzlich willkommen zurück. Ja, jetzt, wo es wieder wärmer wird, sind viele von uns ja mit dem Fahrrad unterwegs. Da fährt man gerne mal zu so einem Fest, schließt sein Fahrrad am Baum ab und dann, wenn man zurückkommt, ja, dann hat man den Salat, dann ist es nämlich weg, das Fahrrad. Eine 250.000 Fahrräder haben Diebe im Jahr 2022 mitgehen lassen. Schon allein deswegen lohnt es sich, sein Fahrrad zu versichern. Und das muss auch gar nicht so teuer sein, zeigt Finanztest. Das geliebte Rad. Besser, es ist versichert. Gut, dass sich Finanztest durch den Tarifdschungel von 43 Anbietern gearbeitet und insgesamt 100 Tarife verglichen hat. Wer aber sollte welche Fahrradversicherung abschließen? Für ein vergleichsweise günstiges Rad, mit dem man zur Arbeit fährt und zurück, da reicht es vielleicht, einen Tarif abzuschließen mit Fokus auf reinen Diebstahlschutz. Sie werden sich wundern, wie günstig der reine Diebstahlschutz sein kann. Aber erstmal zu den Versicherungen für die Radler, die mehr zusätzlichen Schutz brauchen könnten. Wenn man ein teures E-Bike hat, ein teures elektrisches Lastenrad und vielleicht auch über mehrere Tage unterwegs ist, sportlich unterwegs ist, dann kann es sich schon lohnen, auch einen Tarif mit umfassenden Schutz, mit Schutz gegen zusätzlichen Gefahren wie Vandalismus, Schäden nach Unfällen, Stürzen abzuschließen. Diebstahl und zusätzliche Risiken versichert laut Finanztest die GVO sehr günstig und mit hohem Leistungsniveau. Für ein 1.500 Euro teures Trekkingrad kostet sie nur 48 Euro pro Jahr. Für ein 2.500 Euro teures E-City-Rad 52 Euro und für ein 5.000 Euro teures E-Lastenrad 112 Euro. Aber zurück zum reinen Diebstahlschutz. Den können Sie übrigens auch in der Hausratversicherung bekommen. Die Hausrat leistet erstmal grundsätzlich, wenn der Diebstahl aus den eigenen vier Wänden, aus der Wohnung, aus der Garage, wenn das Fahrrad dort gestohlen wird. Man kann die Hausrat dahingehend erweitern, dass auch unterwegs geleistet wird, wenn unterwegs gestohlen wird. Haben Sie keine Hausratversicherung, die Sie erweitern können, macht also eine reine Diebstahlversicherung für Ihren Drahtesel Sinn. Aber eins ist dabei klar. Das Fahrrad muss mit einem Schloss gesichert sein. Es gibt aber immer mal wieder besondere Voraussetzungen, wie das Rad muss mit einem ortsfesten Gegenstand verbunden sein oder es werden bestimmte Schlossarten ausgeschlossen, wie das Zahlenschloss oder das Schloss muss einen Mindestwert von 50 Euro haben.
Was ist aber der Tipp bei den reinen Diebstahlversicherungen? Es ist die Signal Iduna. Die kostet für das Trekkingrad nur 32 Euro pro Jahr, für das E-Cityrad 36 Euro und für das E-Lastenrad 46 Euro. 32 Euro jährlich für ein Trekkingrad, das sind nur rund 2,70 Euro im Monat. Manche Tarife dagegen kosten 10-mal so viel und leisten weniger. Wer also genau vergleicht, kann es mega günstig gegen Langfinger versichern. Das geliebte Rad. Und jetzt das Wetter. Der Mittwoch beginnt für alle erstmal trocken. Neben den kompakten Wolken gibt es auch ein paar heitere Phasen mit etwas Sonne. Erst zum Nachmittag verdichten sich die Wolken immer mehr und ein Regenband zieht übers Land. Dahinter bleibt es schon wieder trocken. Die Temperaturen bewegen sich meist zwischen 14 und 15 Grad. Lokal sind bis zu 16 Grad drin. Im Odenwald erwarten uns um die 12 Grad. Die nächsten Tage werden oft grau und nass. Am Donnerstag gibt es Temperaturen bis zu 17 Grad. Der kräftige Wind frischt allerdings auf. Dazu sind teils gewittrige Schauer unterwegs. Auch am Freitag sind örtliche Gewitter möglich. Zum Wochenende bleibt uns dieses Wetter erhalten und die Temperaturen gehen wieder etwas zurück. Und wir sagen nur noch Tschüss, oder? Ja, absolut. Schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.